Als ich neulich in dem Psalm las, stellte ich was Interessantes fest. Und zwar eine immer wiederkehrende Aussage, wo darüber gesprochen wurde, was Gott getan hat. Gott, du hast. Und dann kam irgendetwas, was er getan hat. Gott, du hast dies und jenes getan. Ich dachte, das ist interessant. Das ist ja ein richtig durchgängiges Muster in dem Psalm. Und ich habe mal auf unserer Webseite einige dieser Verse für dich niedergeschrieben, damit du das sehen kannst. Wie diese Psalmisten einfach wussten, Gott, was hast du Großartiges für uns getan? Weißt du, viele Christen denken genau andersrum. Sie murren und klagen Gott ständig an und sagen, Gott, du hast nicht. Und dann kommen irgendwelche Dinge, von denen sie denken, dass Gott sie nicht für sie getan hat. Aber mach dir doch einfach mal bewusst, was Gott für dich schon alles getan hat. Denk einmal drüber nach, was er für dich schon bewegt hat, wo er dich schon gesegnet hat, wo er dich bewahrt hat, was er dir geschenkt hat. Wenn du Christ bist, wiedergeborener Christ bist, hast du ewiges Leben. Das ist das Entscheidendste, was du in diesem irdischen Dasein erlangen kannst. Ewiges Leben in Ewigkeit, in Herrlichkeit bei Gott. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dafür kannst du von Herzen dankbar sein. Wenn du das erlangt hast, hast du das Entscheidende bereits in diesem Leben erlangt. Und wir sollten aufhören, auf irgendwelche Dinge zu stieren, wo wir meinen, dass da noch Mangel oder Probleme sind, sondern unseren Blick erheben auf das, was Gott getan hat. Lass uns nicht unsere Probleme verherrlichen, sondern lass uns den Herrn verherrlichen. Lass uns nicht Gott sagen, wie groß unsere Probleme sind, sondern lass uns den Problemen sagen, wie groß unser Gott ist. Weißt du, in Psalmen heißt es beispielsweise, Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol, das ist das Totenreich, aus dem Scheol heraufgeholt, hast mich am Leben erhalten und bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube. Das heißt Rettung aus Todesnot. Bist du schon mal in einer lebensgefährlichen Situation im Verkehr gewesen, im Auto? Jeder von uns hat das schon erlebt, wo du sagst, das war auf Haaresbreite. Ein paar Sekunden haben über Leben und Tod entschieden. Das ist etwas, wo wir Gott von Herzen dankbar sein können. Oder es heißt, meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Einfach wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme, die unser Leben beeinflusst haben, auf einmal weg sind, wo Gott Segen und Gnade schenkt. Das ist etwas, wo wir von Herzen für dankbar sein können. Oder du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist das Wichtigste. Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde, unserer Vergehung. Wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen ganz zuversichtlich zu ihm hinzutreten. Das ist wunderbar. Wenn unsere Schuld vergeben ist, ist das Wichtigste in unserem Leben geschehen. Oder du hast geboten, mich zu retten, denn mein Fels und meine Burg bist du. Du hast geboten, mich zu retten. Lass uns diese Verse nehmen, lass uns das über unserem Leben proklamieren und lass uns erkennen, Gott hat bereits unglaublich viel in unserem Leben gewirkt. Er hat unglaublich viel für uns schon getan. Lass uns nicht auf das schauen, was noch nicht passiert ist, sondern auf all das, was er schon getan hat. Ich glaube, es wird dein Leben reich machen und ich glaube, Gott hat noch viel mehr für dich.